Wir wohnen gerade hier im Haus von Luis und Victoria. Und mit Luis werden wir uns jetzt dann auf den Weg machen und eine Wüstentour zum Canyon de los Perdidos machen. Auf dem Weg zum Canyon machen wir noch ein paar Stopps. Der erste Stopp ist hier in einer wunderschönen, unberührten, naturbelassenen Wüstenlandschaft. Hier werden wir auch mit Luis eine Wanderung machen. Traumhaft schön. Wir sind hier in einem Gebiet, das touristisch überhaupt nicht erschlossen ist. Kein Veranstalter bietet diese Tour an. Aber Luis hat uns das ermöglicht, das wunderschöne Abenteuer hier. En Huacachina todo es dunas, puras dunas, pero por estos lados va a cambiar. Tienes roca, tienes arena. La parte blanca es el cal, son cerros de cal. ¿Por qué? Porque todo fue fondo marino. Hace millones de años esto fue un fondo marino. So herrlich hier, so wunderschön. Hier sieht man schön den Kopf und relativ schön. Und das muss wohl die Wirbelsäule sein. Hier ist noch ein Gelenk. Und eine Kapuze nehmen wir das. Das ist eine ganz gute Idee. Thank you.
Luis hat an alles gedacht. Wir haben ein kleines Sandwich-Buffet und eisgekühlte Getränke mitten in der Wüste. Vor uns ist jetzt ein ausgetrocknetes Flussbett und da müssen wir durch. Wir müssen auf der einen Seite relativ steil runter und auf der anderen Seite wieder hoch. Schauen wir mal. Wow! Okay. Jetzt geht's senkrecht runter. Ich bin nicht angeschnallt. Uiuiui. Ui. Ich auch nicht! Wow! Gehen wir ins Flussbett runter. Das wäre was für Kia. Oh, wow. Oh. Dein Kia. Ah, jetzt nur unten. Oh. Senkrecht runter, senkrecht drauf. Eben nie drauf. So, jetzt sind wir da den Hang runter, den steilen. Und hier geht's wieder rauf. Und das war ein Flussbett. Das ist Luis ganz persönlicher Wüstensteinmann. Und er bekommt jetzt einen neuen Kopf. Den Stein hat er gerade vorhin gefunden. Passt, so können wir ihn lassen. Schaut gut aus. Und weil es so schön war, gleich nochmal durch das Flussbett. Keiner weiß, wo er herkommt oder wo er hin wollt oder wer er war. Er liegt einfach nur da. Jetzt sind wir angekommen und stehen am Rand des Canyons. Canyon de los Perdidos. Es ist der Canyon der Verlorenen. Und der heißt so, weil vor einigen Jahren sich Leute in der Wüste verirrt haben und dann zufällig auf diesen Canyon gestoßen sind.
So, und Christine springt jetzt runter als erste in dem Canyon. Wow, grüner Pool. In der Wüste Wasser. Buffet in der Wüste, uns geht's richtig gut. Haben wir uns verdient.